Harzkamp Goslar, die große Doku über einen nagelneuen Stellplatz, der eigentlich neu wäre, wenn die Pandemie nicht da gewesen wäre. Wenn man alles abziehen würde, dann wäre er quasi nagelneu, oder? Ja, so in etwa. Ja, wir sind ja auch, wir sind ja auch noch nicht so ganz fertig, aber wir haben das Grobe fertig gebaut. Ne? So, wir haben einen großen Film gemacht, ich sag's mal gerade, zusammen mit dir, dem Michi. Ja. Micha. So, dem Micha und der Can und deiner Tochter, der Sarah, und haben dieses Gebäude gezeigt. Das habt ihr komplett gestrippt einmal, habt das ganz auf 360 Grad gedreht, genau. Alles neu gemacht. Ja, alles. Selbst unterirdisch, die Kanäle sind aufgebaggert von innen nach außen. So, und da könnt ihr das sehen, da seht ihr die Anmeldung, da seht ihr die Küche, das sensationelle Restaurant, und die Can ist bei mir aus Lettland angereist, meine Zwillingstochter. Hallo. Eine in Amerika, eine in Lettland. Was hat dich nach Lettland verschlagen? Fragt man sich ja manchmal als Vater, was habe ich falsch gemacht? Ne? Mein Gott. So weit weg wie möglich. Ja, genau, das war ja tatsächlich bei uns beiden dann die Liebe, die uns dann in die Länder verschlagen hat. Ja. Ja, und dann sind wir mal da geblieben. Ne? Ich meine, es ist ja auch spannend, was von der Welt zu sehen. Ja, und deswegen habe ich dich mitgenommen. Du bist auch Mediengestalterin. Bild und Ton hast das Ganze gelernt mit Abschluss und hast gefilmt mit Simone, warst da Kamerafrau. Wo du gesagt hast, du wirst nie wieder eine Kamera in die Hand nehmen, machst du jetzt Instagram auf deinem Kanal, machst Halsbänder. Genau, eigentlich mache ich was ganz anderes, Hundeaccessoires, aber ich hatte auch Bangel davor, aber als ich die Simone gesehen habe, und ich glaube, das wissen die, die den Kanal schon mal gesehen haben, da ist mir das Herz aufgegangen, und dann habe ich dann gedacht, okay, das machen wir. Und es war auch sehr lustig, und man sieht halt auch viele, man trifft viele nette Menschen, wie zum Beispiel den Micha hier. Ja, genau. Das ist schön. Ja, das ist schön. Wir nehmen dich mal mit, damit du mal so ein bisschen Sidekick spielst, das Ganze beurteilst. Und du bist heute unser Testkaninchen, denn du wirst ein ganz neues Tiny House bewohnen. Da bin ich schon echt gespannt drauf, dass man hier anmieten kann für echt kleines Geld. Das muss man schon sagen. Ja. Kriegst ein ganzes Haus und musst noch nicht mal einen Camper, ein Wohnmobil, einen Wohnwagen mitbringen. Das war die Synthese. Ne? Also das ist ja auch das, was wirklich auch gut ankommt, dass Gruppen kommen, wo auch Familienmitglieder mitgebracht werden, die kein Wohnmobil oder Wohnwagen haben, oder auch Treffen, Clubtreffen oder Wohnmobil-Clubtreffen, die so mit 5, 6. Die Oma, genau. Ja. Und du kannst ja auch mit einem kleinen Wohnmobil direkt vors Haus auch fahren und parken. Ne? Also das war das, was wir erreichen wollten, und das ist auch so gekommen. Ne? Ich überlege nämlich, ob wir nicht mal mit der Sophie mal herkommen, wenn die Zeit hat. Ja, die kommt ja aus Amerika, hat natürlich keinen Camper dabei, hat 3 Enkelkinder dabei. Dann passt das. Ja. Müssen wir mal überlegen. Aber das Coole ist dabei, das hier ist ein Campingplatz nach Hotelstandards gebaut. Das ist nicht normal, was die Gastronomie angeht, was den Kundenservice angeht und so weiter. Trotzdem ist der Spagat, du kennst das, die Camper, die beschweren sich immer, boah, so teuer, wenn ich umsonst stehe, zahle ich nichts. Ja, genau. Also, was weiß nicht, wie ich jetzt darauf antworten soll. Ist es immer zu teuer, sagen die. Dann sagen die hier, 8 Euro sind zu teuer, 7 Euro. Obwohl, das ist bei uns noch nicht mal so. Überwiegend sagen viele sogar, wir sind eigentlich ein bisschen zu günstig. Und auch in unseren Bewertungen wird oft geschrieben, der Preis ist akzeptabel, völlig moderat. Und das ist auch unser Anliegen, dass wir zwar auch versuchen, Qualität zu bieten und Sauberkeit zu bieten, aber es muss ja auch alles bezahlbar bleiben. Ne? Also ich habe lieber ein paar Gäste mehr, zufriedene Gäste, anstatt jetzt 10, 20 Euro mehr, und dann stehen weniger da. Und also das ist nicht meine Philosophie, auch mit dem Essen, wie schon besprochen auch. Ne? Du hast Millionen investiert, unter anderem in diesen Platz für, wenn du mal der Can mal beschreibst, was das ist, weil die kennt das nicht mehr. Ein Briefkasten, ja. Was ist das, was macht man da? Also der wird aber tatsächlich auch jeden Tag nur angefahren und entleert, oder fast jeden Tag, von Montag bis Freitag. Ach ja. Also das machen die auch noch. Und da sind auch tatsächlich Sachen drin. Wir haben ja auch eigene Postkarten, die dann gekauft, beschrieben werden und eingesteckt werden. Und kann ich mir das schicken lassen, praktisch über Amazon, wo ich sage, hier zu dem Platz machen das Leute schon mal Ersatzteile? Ja, ständig. Ständig. Ja. Und deswegen kommt der hierher, der DHL-Fahrer? Genau, der kommt hierher. So, und das ist die Schranke. Auch da hast du alle Mittel und Wege benutzt, um das den Leuten einfach so einfach wie möglich zu machen. Das Kennzeichen wird gescannt. Wird denn auch vorher geprüft, ob da wirklich ein Auto steht? Jetzt? Ja, hier drauf. Ist da so eine Schleife drin, die prüft? Ja, Schleife, natürlich. Das ist ja auch sicherheitsbedingt, muss das ja sein. Es gibt so einen Trick nicht, dass du einfach nur das Kennzeichen in die Kamera hältst und es geht auf? Das würde gehen. Würde gehen? Ja.
Habe ich mal probiert. Ja. Ist so der, ja, geht. Ja, ist der. Und zwar haben die selber eingeschlossen. Das war so. Und dann kamen die ganz, ganz spät und waren irgendwie, es war irgendwie so. Und dann haben wir das Kennzeichen abfotografiert, haben es vor die Kamera gehalten. Das ging. Krass. Ach so, okay. Abfotografiert. Ja, nee, das habe ich noch nie probiert. Also ich glaube, das würde jetzt nicht gehen. Würde nicht gehen. Nur abfotografieren nicht. Also da ist sie schon sehr empfindlich. Ne? Da sind schon auch Schleifen drin, auch gerade bei der. Das war die Frage, weil die hatten keine Schleifen, die haben das nachgerüstet. Das hier ist brandneu. Schleifen sind so Induktionsschleifen im Boden, die können erkennen, dass ein Auto draufsteht. Ja. Ach so. Das ist hier zum Beispiel der Fall, weil hier ist keine Kamera, weil ich gesagt habe, rausfahren muss man immer können, weil immer mal was passieren kann, krankheitsbedingt, Herzinfarkt hat man auch Brand, schon alles. Brand. Raus muss man immer kommen. Und wenn einer vorher abfährt und hat nicht bezahlt, ich finde ihn schon. Ne? Bei mir Hallo. 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 So, die fahren rein, die fahren nur vor, die haben jetzt nichts gemacht, das Kennzeichen wird erkannt. Die haben jetzt schon gebucht, reserviert mit Kennzeicheneingabe in der Reservierung und dann erkennt die Schranke, aha, heute ist der Tag, das Kennzeichen darf rein. Ja. Ne? Cool. So, die sind jetzt drin, jetzt wird langsam vorgefahren, es hebt sich, Leute sind happy. Das ist so schön. Das heißt, ich habe das bewusst deswegen gemacht, weil ich ja selber sehr lange, jahrzehntelang mobil fahre und auf Campingplätzen in der Mittagspause 2-3 Stunden zu warten, bis einer kommt, habe ich immer irgendwo so ein bisschen gehasst. Ja. Und wenn man dann noch nicht mal mit einem großen Bubel da stehen kann und warten kann, ist es noch schlimmer. Das heißt, hier haben wir auch ausreichend Platz. Und deswegen mit der Schranke hast du gebucht. Für nicht gebucht, geht es natürlich nicht, aber hast du gebucht, dann kann man schon mal seinen Platz anfahren, auch während der Geschlossenheit der Rezeption. Mhm. Und kommt dann hinterher später und meldet sich in Ruhe an. Hast du mir gesagt, bis 10 Uhr ist die Einfahrt ja frei. Bis 22 Uhr. Und dann ist das Kennzeichen eingeben, du fährst einfach nur durch. Was ich total geil finde, ich fahre ja auch teilweise sehr lange Wohnmobile, 10, 11 Meter lang. Und das ist der Platz, wo du erstmal stehen kannst, dich anmelden kannst, wenn irgendwas ist. Und da passen locker 3 Wohnmobile, aber ganz bequem hin. Bequem. Und da hinten ist ja auch noch alles, gehört dazu, stehen auch viele. Wir machen ja auch Folgendes, auch mit keinen zusätzlichen Kosten verbunden, dass wenn du jetzt heute sagen würdest, bis 11, 11:30 muss man den Platz verlassen haben. Ich würde aber gerne noch mal eine Mountainbike-Tour machen, bevor ich nach Hause fahre, muss den Platz aber räumen, dann kann er gerne bis 3, 4 Uhr noch draußen stehen, kann sein Wohnmobil hier stehen lassen. Da wird es auch gesehen, das wird nicht eingebrochen. Nein, das ist... ist noch nie passiert. Ne? Also man weiß ja nie, aber passiert ist noch nichts. So, und da siehst du auch die Durchfahrtsbreite, die ist so breit, Jan, stell dich mal hin, dass man das mal sieht. Du kennst das, die Einfahrt, wie schlimm die sind. Also Echternach, liebe Echternacher, ich habe euren Campingplatz zwar geliebt, aber die ist mit 5 cm Einfahrtsbreite links und rechts beim 2,45 Meter Wohnmobil. Da kriegst du Angst. Auch wenn du fahren kannst. Ja, also hier kannst du mit 2,55, wenn man denn fahren kann, bequem reinfahren. Guck mal hier, das ist, wenn ich mal gerade davor stellst und mal die Arme ausbreitest, dass man mal sieht, das sind ungefähr 1,60 Meter jetzt, die wir haben. Jetzt könnt ihr mal sehen, also da kannst du mit einem Liner so bequem reinfahren. Das sind amerikanische Verhältnisse hier. Ja, sind ja auch amerikanische Wohnmobile da. Sind auch 12 Meter Wohnmobile sind da. Ob es Concorde, Morello oder auch Dempel, waren alle schon mal hier und passen auch alle gut drauf. Auch im Winter, der Dempel ist zum Beispiel auch im Winter bei Glatteis hier hoch und hat seinen Platz gut gefunden. Muss man halt ein bisschen räumen, klar, ne? Aber geht alles. So, und da hat einer mal eine gute Idee gehabt hier, schranken.de. Das ist, da brauchen wir nicht erklären, was die machen. Die machen Schranken. Jetzt haben wir hier so eine Anlage zu bauen, das ist ganz schön teuer, oder? Ja. Die funktioniert. Ja. Das, die ganze Anlage insgesamt, natürlich. Du brauchst schon ganz gute eigene Leute, die mitbauen. Das haben wir ja gemacht. Ich selber stand hier auch im Matsch und habe mitgearbeitet. Das ist nicht so, dass ich... Und gute Handwerkerfirmen, die habe ich. Ne? Das sind alles Freunde vom Fliesenleger, Gas, Wasser. Und die standen auch immer bis heute Gewehr bei Fuß, wenn ich sie brauche. Das ist ja in der Pandemie auch anders gewesen. Ne? Da gab es ja keine Bauunternehmer oder hast keine Monteure gefunden. Auch hier von... Ich bin einer der Ersten, der hier auch von Butler die Systeme gekauft haben, die den... Die Kassettenentsorgung, die alleine reinigt und sauber gemacht wird. Oder hier unten die 3-Meter-Rinne, dass da also mit. Das ist auch, was ich immer schon gesagt habe, kann man nicht Wohnmobile bauen, dass man entweder rechts oder links die Entsorgung. Deswegen 3 Meter, hier kannst du drüber fahren, egal wo deine Entsorgung, auf welcher Seite sie auch immer liegt, kannst du entsorgen. Ne? Ja, du kannst sogar ein bisschen, wenn du nicht ganz triffst, was soll's, es läuft immer auch noch rein. Ja. Läuft noch rein, genau. Ne? Und das ist ja für die Kassettenentsorgung ein ganz, ganz tolles Ding, weil das riecht einfach nicht, es entstehen keine Gerüche, weil dann Kohlefilter nach oben, automatisch geht ein Lüfter an, wenn du die Klappe aufmachst, läuft automatisch Wasser. Kennen also auch sehr wenige. Und hier, wenn du an die Seite gehst, du brauchst hier keinen Schmuddelschlauch oder einen Hahn anpacken, du drückst dann praktisch so wie hier beschrieben,
dann gehen wir rüber. An die Seite. So. Dann kommt da Wasser raus zum Nachspülen und Ausspülen und Kippen. Also das fand ich sehr gut. Ne? Ja. Das ist nämlich immer so, du denkst immer, der Letzte, was hat der wohl erlebt mit seiner Kassette? Genau. Du kennst das, wenn du die Kassette ausleerst und den Entlüftungsknopf zu früh drückst. Ja, genau. Dann das kommt das nämlich aus dem Knopf raus. Richtig, so ist es. Ja. So, hier vorne hast du automatische Lichtanlage. Das ist eine Lichtanlage, das ist dann abends hier auch gerade, wir haben ja auch Wintercamping, dass wir halt eine vernünftige Beleuchtung haben, ja. So, was ist hier? Das geht auch automatisch wieder zu, wenn wir weggehen. Das ist Trinkwasser. 10 Liter, 10 Cent. Also bei uns ist Trinkwasser gratis. Oben kannst du mit dem Wohnmobil parken, ist auch ein Schlauch, steht auch dran für Trinkwasser, Befüllung, Tankbefüllung. Aber hier, wir haben viel Fremdentsorger. Die im Harz sind ja viele Wohnmobilisten unterwegs. Die brauchen irgendwo jetzt mal dann oder Busse aus der Stadt. Und die dürfen dann gerne kommen, können hier entsorgen. Aber Wasser schenke ich denen natürlich nicht. Ne? Das heißt, hier musst du bezahlen. Okay, verstehe. Das heißt, du kannst auch hier entsorgen. Jetzt habe ich das verstanden. Für eure Gäste ist das kostenfrei da oben. Genau. So, und hier siehst du, das ist ein ganz starkes Recyclingmaterial, was ihr verwendet. Das habt ihr überall so verwendet, gell? Das haben wir überall verwendet und hier auch in der ganzen Straßen, hier hoch an den Stellplätzen, die sind auch nicht betoniert. Das ist auch kein Beton. Hier. Also da gehen wir gerade mal drauf ein, denn diese Teile hier werden schon mal angefahren. Das ist kein Beton, sondern es ist verhältnismäßiger, weicher Kunststoff im Vergleich zu Beton. Genau. So, und die sind auch nicht einbetoniert. Das heißt, wenn einer gegenfährt, die geben nach. Die geben nach, ja. Das heißt, der Schaden ist sehr gering oder gar nicht. So, und dann hast du hier die Teile, das ist auch schon mal passiert, also einer fährt dagegen. Das ist mehrmals passiert, das wird auch weiterhin passieren, gerade wenn du hinten in den Bogen und fährst rückwärts, dann passiert das, siehst du nicht. Und das habe ich aber bewusst, aber ich aus eigener Erfahrung, diese Betonsteine und überall so, das mag ich nicht. Ne? So, ein paar Basics. Die Plätze sind fast alle gerade. So, das ist so nicht immer möglich. Mühe gegeben, ja. Dahinter hast du dann dein eigenes kleines Waldstück, was schon direkt daran angrenzt. Du hast Strom, wie viel Ampere? Also wir haben hier tatsächlich für jede einzelne Steckdose ein eigenes 4 Quadrat, das ist bis 4-5 kW nutzbar. 16 Ampere. 16 Ampere gehen raus. Richtige 16 Ampere Absicherung. Dann sind die auch breit. Jan, bitte mal draufstellen auf dem Platz. Stelle ich mal mitten rein, dass man mal sieht, das ist, um mal vielleicht mal die Arme ausbreiten, dass man sieht, das ist irre, das ist ein Standardplatz. Ja. So, dann gibt es noch XL-Plätze. Ja, gibt es auch XL-Plätze. So, was ist das für einer? Das ist Standard alles. Standards. So, und die stehen jetzt ein bisschen quer. Kann ich mir, wenn genug Plätze da sind, als Tagesgast einen Platz aussuchen? Ja, natürlich. Kann jeder selber sagen, okay, wir fragen, möchtest du selbst aussuchen? Oder wir fragen nach der Länge des Wohnmobils oder auch am Telefon schon, dass wir selber so ein bisschen schauen, passt das nicht? Ne? Und dann haben wir da hinten Plätze, da sind also bis zu, da haben wir schon Scania stehen gehabt mit 13 Meter. Das sind natürlich nicht so viele, aber da haben wir auch ein paar, die mit übergroßen Fahrzeugen kommen. Also bis 12 Meter haben wir schon. So, wir stehen da vorne. Kann man gerade mal sagen? 11 Meter, 12 Meter, 12 Meter, die Plätze hier, ne? Lang. So, und das ist cool. Dann hat jeder sein eigenes kleines Rasenstück. Wie sieht es aus im Sommer? Ist da noch Gas? Wie bitte? Gras? Hochsommer? Ja, es geht. Ne? Das kommt heller an. Es wird natürlich heller, es wird dunkler. Aber das ist ein mediterraner Rasen. Der war auch nicht so ganz günstig. Sobald ein bisschen Regen kommt, geht der sofort wieder los. Echt? Zwei Tage? Ja, so wie in Süden. Also das heißt, hier vorne ist zum Beispiel, da ist ja schon mal getroffen worden beim Ein- und Ausfahren. Nee, das ist, weil wir jetzt die Straße asphaltiert haben und ist ja 10 cm höher gekommen jetzt und jetzt mussten wir das angleichen und die Chance, dass jetzt hier der Rasen, vor 7 Wochen haben wir das gemacht, der muss jetzt noch mal eingesät werden und jetzt ist es auch zu trocken. Und dann, das wird alles Rasen wieder. Du bist ja kein Unternehmer, der irgendwie mal alle 6 Wochen mal einen Tag gucken kommt und ansonsten in Miami liegt, oder? Ganz bestimmt nicht. Du bist immer hier, oder? Immer, ja. Ja, natürlich sind wir auch mal weg im Winter. Überwinter ich gerne in Spanien mit dem Wohnmobil. Das machen wir schon sehr, sehr lange. Da haben meine Eltern sehr lange gelebt. Das wollen wir auch wieder haben, denn der Platz ist ja hier entstanden für unsere Kinder. Ne? Die sollen den ja auch weiter betreiben, in die Zukunft rein. Wir helfen im Sommer natürlich auch gerne mit. Aber so ab Januar bin ich dann auch gerne. Das war Bedingung. Wir machen für euch alles, aber im Winter möchte ich gerne mit dem Wohnmobil unterwegs sein. Ich zeige euch mal was, liebe Leute. Jan, wenn du mal gerade so lieb bist, hol mal hier das Handy aus meiner Tasche. Sie holt es mal raus. Da ist es drin. Öffne es mal. Du kennst ja den Code. Leider. Soll ich laut sein? Nee, nicht laut. So. Der Code für alles. Damit könnt ihr
vom Bitcoin bis zum... jetzt habe ich den Rest, vergesse ich immer. Warte. Ja! Nee. Nee, aber fast. Mach nochmal. Ah, falsch rum. Okay. Falsch rum. Ja. Ist drin? Ja. So, wir sind in der Telekom eingeloggt, sind nicht in deinem WLAN und jetzt bitte mal Google Speedtest eingeben. Mach mal. Das hier mit einem normalen. Im Moment lade ich auch gerade hoch, das ist aber nicht so schlimm. Gib mal einen, einfach nur ein G oben. Da müsste schon Google Speedtest kommen. Das ist, mach mal Speedtest. Weil viele Leute sind auch hier mal ein paar Tage, wollen richtig arbeiten. Das ist Telekom und das ist der Speedtest. Wow, das ist schon echt. 200, 300 Mbit, ja. 320 Mbit mit der ganz normalen Telekom-Anbindung mitten im Harz. Wen in Gottes Namen hast du bestochen, damit das funktioniert hat? Ja, also ich bin da Laie, aber es scheint wohl gut zu sein, ja, wenn du das so sagst. 25 Mbit ab, ja, das geht, aber die 300 Mbit down, ist, aber die 25 Mbit sind auch schon gut. Das ja, ist, wir haben ja unser eigenes WLAN auch vernetzt, also nicht mit Funk, also musste ich mit Funk schon einwählen, aber ich habe das alles digitalisiert, auch mit den entsprechenden Kabel unterirdisch für die Hotspots, das war ja, mir ich sehr war wichtig. Schon im WLAN heute, aber ja, wenn der Platz voll ist und sind sehr viele Kinder da, wir haben so eine Anlage, die verteilt das, je nach ID-Nummer nennt man das, wer angemeldet ist und wieder raussteigt, dann verteilt er wieder. Aber dann geht es in die Knie. Also aber, wenn da jetzt aber hier streamen wollen viele und Fernsehen gucken wollen, dann geht es dann auch mal in die Knie. Also ich habe ja Telekom Flatrate, das wird vielleicht auf andere gehen, aber bei der Telekom hast du hier 300 Mbit auf dem Platz. Das, und zwar ne? Im Wohnmobil hatten wir eben auch 220 Mbit. Das heißt, der Umsetzer ist wahrscheinlich nicht so weit weg, aber das ist wahrscheinlich diese neue. Weil wenn du dich hier umguckst, hier ist außer deinem Platz nichts, nee, aber 300 Mbit. Das ist schon eine Frechheit. Ja, ja, wenn du das sagst. Habe ich in Frankreich nicht. In Frankreich kommen bei mir im Moment 100 an, die da okay sind, aber das ist gut. Das Ganze hier, wie kamst du auf die Idee, sag mal hier so eine Mega-Millionen-Investition hier in den Harz zu stellen? Weil die Bäume da oben ein bisschen Waldsterben habt ihr auch schon, das geht aber schon länger so. Ja, ja, das ist länger so. Das ist jetzt die letzten zwei Jahre natürlich fast alles gefällt, aber man sieht, das wird ja wieder grün, wenn auch nicht mit hohen Bäumen. Aber das war hier ringsrum alles Wald und das wird auch noch weitergehen. Lässt sich nicht aufhalten, Borkenkäfer, Trockenheit, war ja auch ein bisschen Monokultur hier mit Fichten. Und Gott sei Dank habe ich selber hier noch um den Platz und auf dem eigenen Platz hier Mischwald. Das heißt, das wird nicht gefällt, das bleibt. Und da sind wir eigentlich auch ganz glücklich drüber, weil jetzt alles weg. Gibt ja manche Plätze hier auch im Harz, wo alles drumherum gefällt worden ist. Und die waren früher im Wald und jetzt ist nichts. Ja, das ist natürlich auch eine Katastrophe. Ne? Ist das so, wenn man was machen möchte, dann gibt es in Deutschland viele Auflagen. Wir können ruhig mal gerne darüber sprechen. Ja. Es war nicht easy hier, ja, den Platz. Du hattest stimmen. Baustopp, ja, du hattest ja alles. Du musstest ja hier ein Gutachten beibringen. Das ja kann man sich nicht vorstellen. Ja, ja, das war also wirklich schlimm. Das hat auch sehr viel Geld und Nerven gekostet. Aber Gott sei Dank, es gibt halt diese Behörden, die Gesetze, die bundesweiten Gesetze, das fängt mit dem Löschwassertank 100.000 Liter an. Alles hoch. Ist der? Sind, der ist da hinter dem Wohnmobil, da wo diese ganze. Ist aber auch geil, wenn du so ein Ding hast, ja. Ja, also, ob man ihn braucht oder nicht, ja, aber wenn er mal da ist, ja, und es passiert haben mal aber was. Auch einen Hydranten auch, aber der war dann plötzlich nicht mehr gut genug, nicht genug Druck. Also, wie gesagt, ich wusste das alles nicht. Wir haben alles hingekriegt. Die Stadt Goslar hat prima geholfen. Und die übergeordneten Gesetze, die haben wir halt so hingekriegt. Und die Herausnahme vom Landschaftsschutz, das ist jetzt alles erledigt. War ein langer Weg, war die Pandemie dazwischen. Und es war nicht lustig, keinesfalls. Aber jetzt haben wir alles so, wie wir es wollen. Auch den Schallschutzzaun, den letzten, den wir jetzt über den ganzen Zeltplatz noch mit sehr großen. Der ist geil. Bauen. Du hörst hier oben fast gar nichts mehr. Ja. Also. Und wenn das jetzt einmal nahtlos fertig gebaut ist, da habe ich ja jetzt erst die Genehmigung. Das heißt schriftlich noch nicht, aber mündlich. Und dann bauen wir das zum Jahresende auch noch. Und dann sind wir mit den großen Baustellen auch vorbei. Das ist so. Denn dann hörst du die Straße überhaupt nicht mehr. Ja, überhaupt nicht mehr. Motorradfahrer bist du immer ein bisschen höher. Ne? Aber das gehört halt dazu. Du kannst ja nicht in der Natur sein und gleichzeitig nah an Goslar sein, zu Fuß erreichbar, also irgendein Kompromiss. Ich fahre selber gut genug und lange Wohnmobil, wo hörst du mal nichts. Ne? Da musst du also wirklich in den Wald rein und da ist dann aber auch nichts, aber auch okay. Ne? 9 Minuten Fahrrad Goslar, haben mir gerade eben die Niederländer gesagt. Kommt das hin? Ja, das kommt hin. Du kannst ja auch mit dem Bus fahren, da ist ja direkt die Bushaltestelle bei uns am Campingplatz. Umsonst? Auf der Straße, das ist umsonst, das ist in dem Gästebeitrag mit drin. Der fährt zweimal die Stunde in der Woche nach Goslar hin und her, am Wochenende einmal die Stunde, auch bis abends 23 Uhr. Und nicht nur nach Goslar, man kann natürlich den ganzen Harz bereisen, den ganzen Handli fahren, Ausflug, Boxberg.
und kannst da wieder schön runterwandern zu uns. Da nimmt er sogar auch Fahrräder mit, der Bus. Also das ist eigentlich eine schöne Geste. Und es gibt auch so ein kleines Büchlein von Goslar, wo einige Rabattierungen, ist ja UNESCO-Weltkulturerbe Goslar, Bimmelbahn fahren, Stadtrundfahrt, kannst du mit der Gästekarte dann auch Rabatte bekommen oder preisreduzierte Angebote, Museen, Stein und so weiter. Ist ja lustig, hier steht einer mit Saarbrücker Kennzeichen, Concorde. Ja. Das sind wir. Und auch noch ohne Beschriftung. Ja, kommt ja noch. Also sind wir ja gerade mit dem Andreas Aber Kühne. Die Frankreich-Schilder schon dran. Die Frankreich-Schilder müssen wir ja dran haben. Wir wohnen ja in Frankreich. Ja. Da kommt er auch schon mal hin. Und das ist ja mal ein Platz. Ich stelle mich mal hier vorne, haben wir den Stromanschluss. Da hat die Jan den Adapter von mir mitbekommen. Den kriege ich aber von dir. Du hast den Adapter noch da. Und jetzt filme ich mal gerade hier rein. Das ist das ein XL-Platz, das hier? Ja. XL. Preis von dem, was kostet der? Die Preise sind alle gleich. Ziemlich gleich. Ziemlich gleich. Ist jetzt schon 21,50 für zwei Personen. 21,50 für zwei Personen. Für zwei Personen geht das dann los. Ne? Und dieser hier ist jetzt die ganz großen. Ich meine im Moment 27,50. Da triffst du mich gerade, weil die Preise macht meine Tochter vorne. Ich bin da gar nicht so firm drin, aber ich glaube, so sind wir jetzt im Moment. So, ein bisschen Werbung für Concorde. Denn den haben wir ja übernommen. Also nur vielleicht, dass den Leuten, wir kaufen diese Wohnmobile tatsächlich. Also weil viele haben mich gefragt, oh, kriegst du hier von Concorde gestellt? Nein, Saarbrücker Kennzeichen. Wir haben auch den Fahrzeugbrief bekommen. Also das sind unsere. Aber wir testen ja ganz viele Wohnmobile, haben verschiedene Marken, weil viele sagen, was fährst du denn jetzt eigentlich? Das ist jetzt ein Offroad-Fahrzeug, 4x4 im Defense-Ausführung. Das haben wir schon mal gezeigt. Der sieht nicht nur böse aus, der kann auch viel. Genau. Ist der gut? Du kannst mehr über Wohnmobile erzählen als ich jetzt, aber der ist wirklich sehr komfortabel. Man soll es eigentlich gar nicht meinen, von außen sieht er aus wie so ein Lieferwagen. Der fühlt so richtig bullig von vorne. Ja, genau, aber es hat mir richtig gut gefallen, als ich den gesehen habe. Ja, der ist schön, der ist noch nicht beschriftet. Er ist tatsächlich von Concorde. Keiner hat es gewusst. Hier vorne ist das C-Zeichen noch drauf. Wir haben mal ganz bewusst mal auf diese schreierische große Beschriftung verzichtet. Weniger ist manchmal mehr, aber da kommt noch ein bisschen was. Und der passt wunderbar drauf. Der Platz, ich habe zwei Auffahrkeile benutzt, hat dann super funktioniert. Ich glaube, damit kommt man hin, wenn man die Auffahrkeile hier Fiamma und so dabei hat. Damit kommt man schon hin. Ne? Ja. Also Finish kommt hier auch noch mal drauf. So nach und nach, es hat sich ja jetzt alles gesetzt durch die Bauarbeiten, Kanäle, Leerrohre und so, haben wir ein bisschen gewartet und jetzt im Frühjahr und im Herbst fangen wir immer an, jeden einzelnen Platz noch mal ein bisschen mehr Rasen, Schotterrasen zu machen, die Schottersituation ein bisschen einzugrenzen, mehr Rasen und dabei versuchen wir immer mehr, den Platz gerade zu kriegen. Aber ganz gerade, wir sind schon ganz glücklich, dass wir es so hingekriegt haben. Hier sind, glaube ich, 400 LKWs, 40 Tonnen Schotter reingekommen. Das ist total geil. Ja. Der Platz ist halb voll, weil wir ja mitten in der Woche sind. Ja. Und du hast nichts, weil die sind alle wahrscheinlich in Goslar. Alle in Goslar. Wander- und Mountainbiken Goslar. Ja. Das ist tagsüber nicht so wie in Italien. Kennst du die Plätze? Nein. Oder ich war ja unten, wo war ich am Bodensee, in dem ganz Großen, wo du so da bist. Da sind natürlich, klar, viel mehr Kinder und so. Ja. Es ist jetzt nicht das Kinderparadies hier, das muss man schon sagen. Das ist so, das geben wir auch zu. Das wollen wir auch gar nicht weiter nach vorne tragen mit Kindern. Wir haben komischerweise doch sehr viele Kinder hier übers Jahr. Das wundert mich. Also es kommen doch sehr viele auch mit Kindern. Aber wir sind jetzt nicht dieser Tubabu-Platz mit Animation. Und es ist ein kleiner, familiengeführter Campingplatz. Dann deine Chance. Du könntest dir ein Kostüm anziehen bei 35 Grad im Schatten. Oh ja. Hallo, ich bin Beri, der Harzcamper. Cool. Ein Maskottchen. So, jetzt gehen wir mal rüber. Das sind ja alleine 2800 Hecken, die mir dann sehr mühselig einzeln gepflanzt haben. 2800 sind das. So, wer sich ein bisschen mit Gartenbau auskennt, das ist nicht nur mal eben, wo du dann so einen Obi-Ratgeber liest, wie baut man Hecken ein, sondern hier war schweres Gerät im Gang. Ja, hier war schweres Gerät im Gang. Wie lange habt ihr gebraucht für den Bau von dem Platz? Also wie gesagt, wir haben ja Anfang 20 und sind jetzt so letztes Jahr eigentlich schon in groben Zügen fertig gewesen. Aber so richtig fertig wirst du ja erstmal nie. Ne? Also drei Jahre? Drei Jahre. Das Feintuning wird ja nie. Ich glaube, ich werde nie fertig hier, weil die Camper haben auch tolle Ideen teilweise, die sie mit reinbringen, wo man denkt, ja. Was zum Beispiel? Ja, ob es Haken sind, ob es hier noch eine Markise oder Sonnensegel an unseren Häusern, weil wenn die Sonne so stark scheint, ist es doch sehr heiß auf den Terrassen und ja, da musst du natürlich gucken, dass du das irgendwie dann hinkriegst. So. Aber wenn ich jetzt hart verhandle mit dir, kann ich einen Dauerplatz kriegen? Nee. Keine Dauerplätze. Also Dauercamper haben wir nicht. Wir haben drei Stück noch aus altem Bestand, die sind auch sehr nett, die sind auch hier.
Und wenn die aber jetzt mal nicht mehr wollen, wird es keine weiteren Jahresdauerstellplätze geben. Winterstellplätze machen wir ja, da haben wir auch 30, 40 schon. Und das machen wir, das ist dann immer Ende Oktober oder Anfang Oktober bis März. Ne? So, hier sieht man sehr schön, der hat zwei Auffahrkeile benutzt, klappt super. Also das ist so die maximale, du bist da, weil hier mitten in der Natur am Hang, guck dich mal hier um, Jan. Das hat Gefälle. Das ist gar nicht so easy gewesen. Das heißt, ihr habt ja auch wahrscheinlich LKW-weise. Ja, war viel Arbeit. Also ich war aber auch bewusst, wollte ich hier keine nur Wiese, wie es vorher war. Wir haben ja leider so flutartige Regenfälle, wie jetzt vor 3 Wochen ja auch hier in Goslar. Und dann kannst du eine Stunde später, ist der Platz super, kannst wieder darauf, kein Matsch mit ins Wohnmobil. Der eine sagt Schotter, ja, schön. Der andere sagt, nicht so schön. Aber wenn es regnet, finden sie alle toll, dass sie nicht mit Matsch ins Wohnmobil gehen. Und wenn der flutartige Regen kommt, ist der Platz clean wieder. Das ist wichtig, glaube ich. Sehr wichtig. Ja. Gerade hier im Harz, auch Schnee, Wintercamping, ne? Wie soll das sonst mit Wiese gehen hier? Keine Chance. Ne? Ja. Hallo, da darf ich dich mal kurz was fragen. Can I ask you something? Danish. Danish? Ah, leider nein. Really cool, weil... Can you drink this water? Can you drink it? Yeah. Is it good? Ja. Gutes Wasser. Ja, das ist das Trinkwasser? Wasser, ganz klar, das ist gut. Das ist ja, glaube ich, das höchst gehütete Lebensmittel in Deutschland, ist ja Trinkwasser. Das können sich viele Ausländer gar nicht vorstellen, dass man das einfach trinken kann, das deutsches Wasser. Doch, hier, das kann man sehr gut trinken. Das hat eine sehr gute, hohe Qualität. Also nicht nur zum Abwasch? Nein. Wie hier auch die Wasserstation zum Zapfen, das ist überall Trinkwasser, egal auf welche Ecke ein Hahn ist, überall Trinkwasser. Vorschlag, wir gehen mal hoch, dann gucken wir das mal. Hast du einen Zeltplatz? Haben wir auch, ja. Wo? Da gehen wir nachher auf die andere Seite über die Gose, das ist ein kleiner Fluss. Da geht es über eine Brücke, die kannst du bis 6 Tonnen befahren und dann zeige ich dir den Zeltplatz. Hallo, da darf ich euch mal was fragen? Ihr seid gerade eben frisch angekommen, oder? Jetzt seid ihr nach 5 Minuten schon fertig. Warum? Das ist ja nicht normal. Doch. Seid ihr Profis? Ja. Nein, Profis sind nicht unbedingt. Nein. Profis seid ihr nicht. So, ihr habt noch einen lieben kleinen Hund dabei. Ja. Hier darf man Hunde haben. Ja, darf man. Es gibt Plätze, da geht das nicht. Ja, genau, so ist es. Das haben wir gehabt oft, ne? Ist ja schade, weil der ist so süß. Den muss man ja mitnehmen. Ja, ne. Was ist das für ein Hund? Das ist ein Shih Tzu. Ein was? Shih Tzu. Das ist ein... Mit der Schleife oben. Okay. So, der ist jetzt oben. Kommt der. Aus Tibet? Naja, der nicht gerade, ne? Aber die Rasse. Ja. Aber warum habt ihr euch hier für den Harzcamp entschieden? Ja, wir wollen weiter und zwar nach Naumburg. Ja. Das sind, von uns sind das 500 und wie viel? 30 oder was, ne? 45. Und wir wollten nicht in eins hinfahren. Haben wir gesagt, wir machen 2 Stationen. Einmal hier in Goslar. Und dann in Wernigerode werden wir nochmal anhalten. Mhm. Weil das auch sehr schön, die Altstadt nochmal angucken. Ne? Die ist auch schön hier, oder? Naja, wir waren hier noch nicht. Ne? Das könnte man auch nochmal machen. Weil wir bleiben 2 Tage hier. Okay. Und dann geht es weiter übermorgen. Da geht es dann nach Wernigerode. Da bleiben wir auch 2 Tage. Okay. Und dann fahren wir nach Naumburg. Wo liegt das, Naumburg? Naumburg, das ist an der Saale, ist das. Und zwar Leipzig, die Ecke. Okay. Und da ist Kirschfest. Und da fahren wir schon seit 2014. Da gibt es dann immer solche Kirsch, zeige ich mal den Schlips. Warte mal, ich komme mal. Weißt du was, ich komme gleich mal vorbei und dann machen wir mal da eine kurze Story draus. Weißt du warum? Darf ich mal kurz was zeigen, ja? Du liebst ja deinen Hund, richtig? Ja. So, und du bist so eine Hundeliebhaberin, dass man hier drinnen ist alles Hund, oder? Ja, ein bisschen, ne? Und ihr wart schon in Tibet eigentlich? Nein, selber? Da kommt der her, die Rasse. Da kommt der her, so. Ich habe gedacht, ihr hättet den abgeholt, so, in Tibet. Wie ist dein Vorname? Monika. Monika und du? Peter. Peter, Monika und Peter. Wir kommen später nochmal, weil das ist, ich habe das gesehen, das ist mit so viel Liebe ist das hier drin. Das muss ich unbedingt mal zeigen, wenn ich darf, später mal. Natürlich dürfen Sie. Ja, ihr habt einen wunderschönen Karthago. Ist der gut, der Karthago? Ja, fährt sich sehr gut. Fährt sich gut, weil ich mache ganz viele Karthago-Videos und wir haben immer berichtet. Aber ist der leise auch bei der Fahrt? Ja. Ja, man kann sich unterhalten? Ja, natürlich. Gut, er macht zwar Windgeräusche, aber es geht noch. Es geht. Das ist es ist so, dein Mann darf ihn nicht fahren. Nein, das mache ich. Das machst du. Das mache ich. So, das werden wir nämlich gleich mal zeigen. Das ist kein Witz, das ist wirklich so, haben wir eben gesehen. Bis gleich, gell? Ja. So, da kommen wir später nochmal. Boah, ist der toll.
Ihr habt das französische Zeichen auch drauf, das muss man zeigen. In Frankreich muss man auch, vor zwei Jahren muss man auch dieses, die Plakette haben wie in Deutschland, dass man einfahren darf, gell? Genau, und an der Seite auch noch die Schilder, die... Diese gelben, die habt ihr jetzt abgemacht? Ja. Komm, ich hab sie noch drauf. Ich wohne in Frankreich, deswegen. Ja, ja, nee, die haben wir abgemacht. So, bis später, gell? So, da sind wir. Warte, ich komm. Wer ist das denn hier? Mensch, Sarah, ich habe schon gedacht, ich sehe dich nie wieder. Abgeholt. So, die Mädels sind von der Schule weg. Ja. Kindergartenschule? Schule. Schule. Beide Schule. So, wie alt sind die? 12 und fast 10. Die 12-Jährige. So, ich weiß noch, als die Jan 12 wurde, die ersten Herren auf der Treppe saßen. Was? Ja, ihr wart einmal, als ich wusste, ich kann dich... Das nennt man Freunde. Ich kann dich nicht mehr aufhalten, war so, sie waren mit einer Mädelstruppe bei uns zu Gast zu Hause, sind mit allen Mädels auf die Feuertreppe. Nachts. Mit 12? Mit ungefähr, ja. Ich glaube eher 15. 15. Als wir die gewohnt haben. Dann habe ich die alle von der Feuertreppe, weil die hält das nicht aus. Die ist dafür nicht gebaut. Sandstein außen, Feuertreppe. Und dann haben sie gesagt, als wir von der Feuertreppe, Papa, komm mal noch auf die Kirmes. Und was hast du gesagt? Ja, klar, ich bin mitgekommen. Genau. Ja. Und da wusste ich. Coole Socke. Ja. Und da wusste ich, da mich mit 15 Minderjährigen auf die Kirmes nachts um 10 Uhr. Und da kannst du dir vorstellen, da haben die alle gegeiert. Ja, waren so. Ja, so. Nein, ich glaube, die 12-Jährige, sie wird schon anstrengend. Also Pubertät startet, aber Jungs sind tatsächlich noch kein Thema. Das war aber bei mir Jungs auch noch nicht Jungs, so. Jungs sind noch doof. Ja, aber das fängt alles viel früher an. Ja. Stell dich mal vor, du bist Sarah. Ich bin immer noch die Sarah. Ja, man kennt dich ja nur von dem anderen Video. Und es kann sein, dass derjenige das Video jetzt nicht gesehen hat. Ach so, okay. Ja. Ich bin die Sarah, ich bin die Tochter von Michael. Und auch ein Familienmitglied hier auf dem Platz. Du hast einen Bruder noch. Ich habe einen Bruder. Der arbeitet auch hier. Der arbeitet auch hier, meine Schwägerin auch. So, und der Papa hat gesagt, ich will das Ganze mal vollumfänglich spätestens bei meinem Abgang den Kindern übergeben. Und deswegen hast du das schon mal übernommen. Hast einen coolen Vater. Ja. Warum? Weil er immer alles für uns macht, weil er immer da ist, wenn man ihn braucht. Und er ist einfach super, ne? Alles das ist das Geile. In dem, was er tut, das macht er alles. Wir machen Dreharbeiten. Jeder andere hätte es abgelehnt, aber er ist immer dabei. Er ist immer dabei. Das ist der amerikanische Spruch aus den Netflix-Serien. Ich glaube, da muss ich mal rangehen. Ja. Ja. Er scheint auch wichtig zu sein, weil er driftet jetzt ab. Ich zeig mal gerade was hier. Der Platz selber, das ist doch ein Hammer, oder? Ja, schon schön geworden, ne? Der ist so schön. Ja. Das ist, wir gehen mal kurz hier vorne hoch. Wir haben ein Video mit dir gedreht zusammen und haben den ganzen Platz gezeigt. Ihr habt eine eigene Gastronomie, ihr habt ein wunderbares Restaurant, was wir mal testen werden. Wir werden auch gleich mal, Schlüssel dabei vom... Ich habe den. Ich habe Schlüssel für alles. Du hast Schlüssel für alles. So. Wir werden auch gleich mal das Zuhause von Jan in dieser Nacht mal zeigen. Denn Jan, weil sie es verdient hat, wohl eher nicht, aber wird in einem Luxushaus von euch, also es ist schon Luxus im Vergleich zum Zelt. Es ist schon, doch. Sehr viel besser als ein Zelt. Sehr viel besser als ein Zelt, das kann man nämlich mieten. Und da können Leute, die zum Beispiel gar keinen Camper haben oder Familien, die sich hier treffen wollen am Platz, kann die Oma kommen, die kann hier im Häuschen schlafen. Ja, oder die Eltern, die schon ein Wohnmobil haben und die Kinder aber noch nicht, die können hier dann auch Familienurlaub machen. Oder Freunde. Ein Pärchen, wir hatten jetzt die Konstellation, drei Pärchen, zwei haben Wohnwagen. Und ein Pärchen nicht. Und wollten aber mal zusammen Urlaub machen. Und dann war ein Pärchen in unseren Häusern. So, das sieht man hier schön. Hallo? Aus Dänemark kommt ihr? Sprecht ihr Deutsch ein bisschen? Ja. Darf ich euch mal was fragen? Ja. Geht ganz schnell. Ja. Ihr seid so gechillt hier mit dem Hund. Ja. Habt einen eigenen Zaun dabei. Den habt ihr festgemacht. Ihr seid wahrscheinlich in der Nähe der deutschen Grenze? Oder wo wohnt ihr? Ja, eine Stunde nördlich der Grenze. Und du sprichst so gut Deutsch? Wie hast du Angst gehabt? Ja. Die denken immer, dass mein Mikro, das wäre ein Hase. Kennst du das hier mit dem Mikro? Nee, leider nicht. Und ihr seid eine Stunde weg? Oder von? Ja, eine Stunde nördlich der Grenze. Nördlich der Grenze. Warum hier Harz Camp? Oh, es ist ja schön hier. Und Goslar ist ja eine schöne Stadt. Wart ihr schon da, Goslar? Ja, letztes Mal. Letztes Jahr. Das heißt, ihr kommt nochmal wieder? Ja, und wir kommen nächstes Jahr. Nächstes Jahr auch nochmal wieder. Ja. Super. Ich komme mal später zu euch. Ich habe noch ein paar Fragen. Dann erstmal viel Erfolg. Ihr habt es euch schön gemacht hier. Ich zeige mal gerade das Ganze im historischen Hümer. Der ist so schön, der Wagen, den ihr habt. Der ist Baujahr. Was im Baujahr ist das? 97. 97er. Ja. Der sieht aber aus wie neu. Also wir
passen schon drauf, aber okay. Es muss viele Jahre noch fahren, ja. Was krass ist, dass das während der Fahrt der Grill hält. Das ist wirklich interessant, ja. Nee, hält er nicht. Nicht durch den Fahrt. Tschüss. Bis später, ich komm. Boah, sind die nett hier. Ja. So, das ist dann praktisch Reihe Nummer 3. Wir könnten mal hier mal runtergehen. Zeltplätzen? Er hatte mal hinten über die Brücke. Ach, okay. Also Brücke? Noch einmal hier. Ja, ja. Genau, eine Brücke hat er eben erzählt. Ja. Ich glaube, die hält auch, glaube ich, wie viel Tonnen? Naja, so bis 4,5. Ah, okay. Danach wird es schwierig. Dann für dich langt's. Genau. 4,5 Tonnen. Das heißt, du kannst mit dem Auto rüberfahren, ne? Die kleineren Wohnmobile, was heißt die kleineren? Die normal großen Wohnmobile, sagen wir es mal so, und Wohnwagen dürfen ja, rüberfahren. Da ist er wieder. Du, wir haben einfach gedacht, wenn es so wichtig war, dann, ja. Es war wichtig, ja? War wichtig, ja. Ja, gut. War ein guter Freund, der jetzt auch mit seinem Wohnmobil angereist ist. Und die Rezeption hat ja gerade zu. Hier ist zum Beispiel der letztverbliebene richtige Dauercamper. Der hat das sehr idyllisch, weil da drunter ein kleiner Fluss läuft. Da hat er hinten noch so eine Hütte. Also sehr schöner Platz. Und der darf jetzt noch, bis er sagt, er möchte nicht mehr bleiben. Und ja, das ist noch eine Dauercamperin. Das finde ich aber fair. Also das ist wahrscheinlich, ja, klar. Finde ich super, weil da hängt ja ein ganzes Leben dran. Die sind auch 30 Jahre schon hier auf dem Platz in Berliner und sind über den Sommer eigentlich immer hier. Und über Winter sind sie wieder in Berlin. Und das sind die. Sie ist leider jetzt seit einem Jahr nicht da, weil die Mutti so schwer krank ist, dass sie mit ihr nicht mehr kommen kann. Das war auch anders geplant. Und jetzt, ja, auf gut Deutsch, muss jetzt erstmal sie wieder alleine sein, sozusagen. Ein Baroness 600. Ja, ich arbeite ja für Tabard. Das ist ein Schätzchen, ne? Altes Schätzchen, Qualität ohne Ende. Sollen wohl ganz gut sein. Ne? Die waren früher in den 80er, 90er waren die alle Gold. Ja. Das war, ja, ja, das, ja. War der, das war ganz heißer Scheiß früher. Das war ja. Wirklich, wirklich. Ja, das ist. Das ist High-End. Ich schätze mal, der hier dürfte 92 ja, ungefähr. Denke ich. Sie wollten den auch gerne behalten, weil die Mutti, die war ja etwas älter, die findet den sehr schön mit der Rundsitzgruppe. Ja. Ne? Und ja, der ist wohl auch qualitativ okay. Ne? Absolut. Also gerade wenn er ein Dach drüber hat, weil natürlich die ganzen Dichtungen irgendwann porös werden in der Sonne. Ja. So, dann ein Kinderspielplatz. Oh, boah, das ist ja Kinderspielgerät in Deutschland zugelassen zu bekommen und zu kaufen. Ja, ja. Da kannst du das Sparbuch mal ganz weit aufmachen. Ja, das war nicht so ganz einfach. Wir durften ja auch nur das bauen, was du hier siehst, weil gewisse Fallhöhen, Abstände zum Gebäuden und so, was man da alles einhalten muss. 50 cm zertifizierte Hackschnitzel. Ob die auf Zertifizierten fallen oder nicht Zertifizierten, weiß ich nicht, aber musste sein. Und ja, das war schon, ich glaube, wir haben jetzt 16.000 Euro ist das gewesen. So, und den habt ihr selbst geleistet, den Aufbau? Nein, das war schon die Firma, das ist Spielwerkstatt. Die machen also viele Spielplätze. Der war selber Camper und war hier und hat unseren alten Spielplatz gesehen und sagt, ey, das musst du aber mal neu machen. Ich weiß, das kommt dran. Und so kamen wir ins Gespräch und das war auch sehr nett. Schöner Familienbetrieb übrigens auch. Die das ist aber geil geworden. Dabei. Das ist toll. Und dann waren die jetzt am Wochenende hier, weil die Feiertag hatten und keine weiteren Monteure mehr. Und dann haben wir mit denen, mit meinen Hausmeistern, das hier zusammen schnell aufgebaut. Jetzt am Wochenende? Ja, das war letztes Wochenende, Freitag, Samstag. Spielwerkstatt? Spielwerkstatt. Hast du ein Logo? Ja. Kann man ein bisschen Werbung? Also wenn Sie mal... Also wirklich ganz, ganz toll. Also wenn Sie mal 16.000 Euro zu viel haben und... Das war jetzt alles, ne? Und Ihren Kindern... Arbeit auch sehen, den Zaun hier sehen. Ich glaube, die Geräte selber waren um die 12, glaube ich. Um die 12? Jetzt genau gucken. Das ist hier diese sogenannte Spielwerkstatt. In Detmold. Ja, genau. So, haben wir ein bisschen Werbung gemacht. So, sollen wir mal kurz hier rüber gehen? Gehen wir gleich auf den Zeltplatz. Denn Sarah ist nämlich großer Fan von diesen Häuschen. Ja. Und da werden wir gleich mal ein extra Video machen zu. Jan kriegt welches Haus, welche Nummer? Haus Jolien. Jolien. Ach so, die haben Namen. Die Häuser haben alle von meiner Familie, Enkel, Kinder oder meine eigene Frau und ich selbst haben Namen bekommen. Warst du so fleißig? Das sind quasi Donnerwetter. Das sind eigentlich, ja, und die Enkelchen finden das auch. Und Jolien ist die kleinste, ja. 7, glaube ich. Ne? Ja. So, und das sind die kleinen Häuschen? Nein, das sind die großen. Das sind die großen, okay. Und die kleinen? Die stehen vorne. Da haben wir nur zwei, die stehen vorne für Fahrradfahrer, Wanderer. Oder auch wenn welche mal auf dem Zeltplatz sind und stark regnet, dann fragen sie, Mensch, können wir mal im Haus
übernächtigen ein, zwei Nächte, weil jetzt muss erstmal alles wieder trocknen. Wir haben ja hier so eine Holland-Deutschland-Route, mhm. sind sehr viele Fahrer, also es muss sich echt stauen. Da kommen junge Mädchen an von Holland mit dem Fahrrad. Und da kommt, ja, das ist sehr, sehr häufig. Da gibt es hier so eine gewisse Route, das fährt direkt an unserem Campingplatz vorbei. Und von daher, und die sind dann auch manchmal ein bisschen ausgehungert oder nass alles. Und die nehmen dann auch gerne mal so ein Häuschen. Ne? So, ich gebe mal der Jan das Mikro in die Hand. Du darfst ab jetzt moderieren. So, stell mal wichtige Fragen. Herr Julien ist ja hier schon. Ja. Also das ist jetzt dein Häuschen. Das ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr schön. Ja, ich bin total gespannt, wie es drinnen aussieht. Wollen wir gucken gehen? Ja, genau. Aber nur ganz kurz, weil wir machen nur ein eigenes kurz? Video gleich. Ja, okay. Gucken nur mal ganz kurz rein. Ja, der. Genau. Ich meine, es ist ja auch spannend, wenn man dann sowas sieht. Man kann es sich auch gar nicht vorstellen, wie das dann aussieht. Dann kann ich jetzt nicht mehr hören. Ja. Okay. Ganz kurz nochmal. Das ist ja jetzt auch für dein Auto. Das heißt, du kannst mit deinem Auto direkt vors Haus fahren oder halt auch mit dem Wohnmobil. Du siehst welche Länge kann man da haben? Also 7 Meter siehst du ja hier. Das passt locker noch drauf. Okay, das heißt, man kann mit dem Wohnmobil und dem Auto herkommen, theoretisch. Naja, mit dem Wohnmobil und ein Häuschen haben. Oder, genau. So, das geht. Bis 7 Meter. Oder halt nur ein Auto. Hast kein Wohnmobil, kein Wohnwagen. Klar, haben wir ja natürlich auch. So, das sind keine von der Stange, oder? Die haben wir selbst geplant mit einem Blockbodenbauer. Ist auch ein Freund von mir. Der ist in Bad Gandersheim hier um die Ecke. Der baut richtige Blockbohlenhäuser und da haben wir das dann entwickelt, weil die fertig gekauften, die man so kennt, die sind alle mir nicht breit genug, nicht hoch genug gewesen und so ein Plastikgemähre, das wollte ich auch nicht innen drin. Da sind wir wieder Hotel geschädigt, weil alles, was sich bewegt, benutzt wird, geht dann auch sehr schnell kaputt. Wir wollen ja nicht nur ständig renovieren. Und so eine kleine Terrasse und einen Seiteneingang, das war jetzt so nicht zu kaufen. Jetzt mittlerweile gibt es ja mehrere Anbieter, aber vor 3-4 Jahren in der Planung war das noch nicht so. Geht das? Kannst du da durch? So. Doch. So, bitte geh mal vor, Jan. Ich mach mein Licht mal an, das ist an. So, einmal nur ganz kurz gucken, der Geruch. Nach Holz. Ja, richtig schön. Ja. Das ist nichts Chemisches, oder? Nichts Chemisches. Das ist auch richtig mit Hanf isoliert, winterfest und so weiter. Ja, genau, da hat es ja auch erzählt, es hat keine Klimaanlage, aber es ist so gut isoliert, dass man das auch nicht unbedingt. Es gibt eine Holzseife, das sind alles so Ratschläge, die mir die Freunde gegeben haben. Das wird dann damit eingeseift zweimal. Ist praktisch wie eine Seife im Wasser mit einem Schwamm aufgetragen, dann bleibt das Fichtenholz frisch und dunkelt auch nicht so nach. Und das haben wir natürlich gemacht und das ist eigentlich eine tolle Sache. Das IKEA-Bett, das habe ich. Das dauert, kennen wir, genau. Das dauert 8 Stunden Aufbau. Das ist Körperverletzung. Aber das sagen wir gleich mal, weil ich liebe dieses Bett, das kannst du ausziehen. Das ist das. So, und dann hast du großes Bad, aber wollen nicht zu viel zeigen. Guckt euch den Film an. Wir werden hier jeden Stein umdrehen bei diesem Haus, weil das interessiert mich außerordentlich. Wir sind nämlich große Tiny House-Kanäle und so weiter. Vielleicht solltet ihr euch dann abwechseln. Können wir gerne machen, ja. Achso, das ist auch mal ich. Der Blockbodenbauer hat die auch schon weiterentwickelt. Der baut jetzt auch hat schon einige weitergebaut auf Campingplätzen auch. Mit weiteren Anbauten, mit extra Küche, extra Schlafraum. Auch nicht schlecht. Die Wärmedämmung ist echt gut, weil drinnen, obwohl alles schwarz ist, außen. Super. Du hast also keine. Das ist auch kein. Das ist Metall, also Alu. Das ist eine Hinterlüftung. Deswegen bleibt die Hitze nicht drunter, oder? Ja. So, das kann auch nicht schimmeln, da ist alles hinterlüftet. Das reinigt sich auch von selber. Ich wollte es auch nicht glauben, aber die stehen jetzt hier mit Bau schon das 4. Jahr. Du siehst nichts, ne? Da vorne hat es einer mal versucht zu schaffen, aber die können da schlecht dran halten. Also. Ja. Da vorne ist die reinigen sich selber. Und normalerweise hast du hier an der sonnenabgewandten Seite immer dann Algenbewuchs. Mhm. Und nicht Algen, sondern wie nennt man die? Ja, den Moos. Grünbelag. Grünbelag, ne? Ja. Moos. Algen. Aber wenn mal ein bisschen ist, dann macht man sie halt mal sauber mit einem kleinen Hochdruckreiniger und ist auch gut. Ne? Ist das Waschhaus hier? Ja, das ist Sunny House. Das Sunny House. Und das können wir uns eigentlich auch mal angucken. Das heißt, von den Häuschen habt ihr wie viel? 8. Von den großen 8? 2 kleinen. Also 10 insgesamt. Boah, ist das schön. Und nochmal die Preise von dem großen. Was kosten die im Moment? 74 Euro pro Nacht mit 1 bis 2 Personen. So, 1 bis 2 Personen. Und da ist die Kurtaxe plus? Plus die Kurtaxe und einmal 20 Euro Endreinigung. Und bis 4 Personen passen rein in so ein Häuschen.
Ne, mit dem IKEA-Bett, was man so schön ausziehen kann, also nachdem man es 8 Stunden aufgebaut hat. Ich habe das selber. Das war ein bisschen schneller. Ja, wenn du davon 10 aufgebaut hast, dann weißt du, wie es geht. Aber wenn du nur 1 aufgebaut hast und dieses Bett ist auch sackschwer, das ist also ja, wirklich. Stimmt. Ja, das stimmt, schwer ist es. Also IKEA baut nicht nur Schrott, sondern die bauen auch richtig gute Sachen. Aber dann hast du wirklich, mit dem hast du Spaß. Also das kann ich ja sagen. Aber es ist klasse, weil du kannst, da können wirklich Kids können mitkommen, 2 Stück, kein Problem, oder? Kein Problem. So, das Kleine, das sind unsere beiden Kleinen. Und das ist einmal Schlafpott Lia, das ist meine Jüngste. Und Schlafpott Zoe ist meine Große. Oh. Zoe heißt meine Enkelin. Ach, ehrlich? Ja. Schön. Gleiche Schreibweise. Und den Lia müsst ihr euch jetzt angucken, der ist nämlich nachher belegt. Ja, komm, wir machen sie jetzt. Dann was der große Unterschied zwischen dem Großen und dem Kleinen ist? Ja, das seht ihr jetzt. Ja. Der ist tatsächlich ach, ja, okay. Nur zum Schlafen ja. gedacht. Der Schlafpott, ich glaube, da brauchen wir auch kein extra Video machen. Denn hier benutzt man die Waschräume vom Sanitärbehörde. Genau. Na, wir haben eine, wo man dann, wie wir ja schon gehört haben, da könnt ihr sich was kochen und auch abwaschen. Ja. Duschen, Toilette benutzen sie dann halt. Wie die Camper. Ist ja das schon. Ist Camping in. Aber deine Kids, ihr wohnt hier auf dem Platz, oder? Wir wohnen hier. Wohnen am Platz. Das heißt, wenn das mal nicht belegt ist und die und du willst sie echt mal loswerden. Wir sagen nichts. Komm. Also bei meiner Jüngsten würde ich das jetzt noch nicht so machen. Gut, bei der Älteren, die 12-Jährige. Ja, die ist schon etwas. Die macht dann die Hausparty hier. So, der. Aber ihr seid ja leider oft ausgebucht. Die Häuser sind sehr beliebt, ja, oder? Ja, die Häuser kriegt man jetzt, glaube ich, erst im September wieder. Außer, also zumindest die Wochenenden. Kann ich unter der Woche, ist schon eher mal, oder? Unter der Woche geht besser. Montags bis Freitags. Freitags. Ja. So, kann ich mal. So, cool. Das heißt, hier kann man sitzen. Ja. Und wir werden euch gleich mal die Sanitärgebäude zeigen, da werden wir aber ein eigenes Video zu machen. Und wir werden die nur mal kurz anteasern, denn die Sanitärgebäude sind ein eigenes Video wert. Da habt ihr euch viele Gedanken gemacht. Ja, natürlich soll das ein bisschen wohnlich sein, soll der harztypisch sein, auch mit Holz. Und nachher werden wir den kennenlernen, den Handwerker, der seit Jahren, Jahrzehnten schon auch im Hotel für mich arbeitet, ein sehr netter, sehr guter Freund, auch Wohnmobilist. Der hat Fliesenleger und Gaswasserbetrieb in ein. Das kam mir zu gut. Da sind wir extra nach Italien sogar ins Isiswerk gefahren und da in der 5000 Quadratmeter Halle die Fliesen ausgesucht. Und meine Damen haben dann entschieden, ich war für die Fliese im Sanihaus gar nicht so. Aber die damals mit seinen Leuten an die Wand gebracht hat, der ist nachher, den können wir auch mal interviewen nachher. Der ist so da. Und das ist hier so eine Schallschutzwand? Ja. Oder? Ja. Boah, ist das ein Aufwand aus Metall? Das ist ein großer Aufwand. Das sind 3 Meter hoch Gestelle, die werden aufgebaut, muss vorher erstmal 80 Zentimeter verschottern und dann halt verdichten, auf den Punkt bringen. Das heißt, Messung mit der Standfestigkeit und dann wird das alles mit Erde befüllt, ne? Und dann wächst das halt, ne? Wird cool. Es bringt aber richtig was, oder? Ja, natürlich. Es ist so, dass diese Geräuschkulisse stark abnimmt. Dieses klirrende Lärm, der ist weg. Ne? Abrollgeräusche sind noch da, aber das war's. Mhm. Ja. Das ist cool. Also wer das vorher nachher mal hatte, ja, gerade an der Autobahn, wir haben an der Stadtautobahn, ja, bei uns in Saarbrücken das Thema, da habt ihr so viel gemacht. Aber auf den hinteren Plätzen, also ich krieg gerade nachts, ab und zu mal hörst du dann ganz leichtes Säuseln. Das sind diese Abrollgeräusche, wie du hast, ja, ja, aber eher selten. Und das ist das Gebäude. Wir werden mal ganz kurz reinschauen. Ja. Sanitär ist teuer. Ich habe gerade ein kleines Bad machen lassen, neu. Ja. Ein kleines Bad ist besonders teuer, weil das sehr aufwendig ist. Was ist hier unten zu sehen, was sieht man? Hier unten haben wir die Koch- und Spülküche, die Hundedusche, unseren Camping-Butler, den Waschmaschinenraum und Toiletten. So, all das könnt ihr in einem extra Video sehen. Wir gehen noch mal kurz. Wie weit ist der weg, der Zeltplatz eigentlich? Das ist nicht weit. Du fährst Concorde? Ja. Wie kann ich das nur wissen? Er steht sogar da oben. Steht sogar da oben. Das heißt, du bist bekennender Concorde-Fahrer. Ja. Ich fahre jetzt auch Concorde. Das gefällt dir, oder? Ja, also meine Frau liebt Concorde und ich hätte auch mal Morelo vielleicht oder würde, ich glaube, die nehmen sich beide nicht so viel, aber der Stil, gerade die neuen Concorde-Liner, die finde ich auch schon sehr schick. Ne? Deiner ist ja zeitlos. Also ja, das Coole ist ja bei den Vollintegrierten, du siehst ja nicht, was im Baujahr das ist, das alles. So, und da ist eine Brücke irgendwo. Ja, da ist eine Brücke. Die sieht man nicht.
Noch nicht. Nee. Da oben haben wir so kleine Plateauplätze, nennen wir die. Da kannst du bis maximal 7 Meter hochfahren. Dann bist du praktisch alleine im Wald. Können wir auch gerne mal hochgehen. Plateauplätze? Ja, ich nenne sie so, weil sie nach oben weg. Siehst du ja hier die Einfahrt nach oben. Etwas höher gelegen. Oh, wie geil. Ja, das heißt, ich käme da mit meinem 8 Meter gerade so hin? Nee. Das würde schwierig werden. Wird schwierig. Ja. Schade. Die sind aber sehr beliebt, weil gerade bei so Kastenwagenfahrer. Und wenn ich hier sage, er wäre nur 7 Meter lang? Ja, dann passt es. Gut, ja, dann machen wir das doch. Da bist du schön für dich alleine. Ne? Viele lieben ja auch die Ruhe. Da geht keiner hoch, da gehen keine Hunde, da fahren keine Autos. Das hat natürlich auch einen Charme. Ne? Wie viele hast du davon? 3. Drei. So, die sind ausgebucht, oder? Ach. Mal so, mal so. Ja, am Wochenende. Sag mal hier, wie viel von dem Holz, wo kommt das her? Das wo bezieht man sowas? Das habe ich auch einen Freund, der häckselt das und liefert das. Das brauchen wir ja für die ganzen Umrandungen. Muss ja hier, wie jetzt hier vorne auch, da muss jetzt wieder Neues drauf. Ja, du musst es laufend erneuern. Laufend. Musst du immer jedes Jahr wieder ein bisschen aufforsten. Das Ganze setzt sich. Ist das ein Aufwand? Ja, hier sind auch drei, also meine Frau und also überwiegend mein Sohn, meine Schwiegertochter, der Hausmeister, die sind auch täglich auf dem Platz. Sauber machen, aufräumen. Oh, ich kenne mich aber. Schandtaten, die Camper so manchmal hinterlassen, wegräumen, die Hunde zumindest. Ja. Boah, ist der toll, der Platz. Jan. Das ist irgendwie nochmal gar nicht zu vergleichen, ne? Ey, hier, so vom, aber hier würde ich reinpassen mit dem 791. Ja, hier vorne vielleicht. Hier vorne, ja. Oder da hinten. Oh, darf ich da mal hin? Darf ich da mal hin? Ja, wenn du hier hochkommst. Ich komme hier hoch. Also wir haben ein Allrad. Ja, das willst du ja, mal da testen, kommst du, ha? Das da kommst du hoch. Ja. Komme ich hier vorne? Also ich würde auch hier abschließen. Der ist nicht länger. Hier würden wir zumachen. Da hätte ich ein bisschen, weil ich liebe das ja da unten mittendrin zu sein, aber das hier hat was. Das hat was, ja. Mhm. Also ich würde, wenn ich ein Wohnmobil hätte, was draufpassen würde, auch gerne hier oben sein, weil du hier einfach die Ruhe hast. Du bist nah dran an Sannihaus, an allen, und aber letztendlich bist du ja jetzt praktisch mitten im Wald, wenn du hier dich mal rumguckst. Boah, bist du ein Held. Ne? Und das ist schon schön. Das war gar nicht geplant. Das ging dann so, was machen wir hier raus? Wollte eigentlich die Blockbohlensauna hier oben drauf bauen. Und vielleicht machen wir es auch noch, aber jetzt kommen die Plätze ganz gut an. Wir haben ja auch die Stromversorgung hier für jeden Platz. Haben die einen Namen? Die Plätze? Ja. Nee. Die oder was sollen die sagen, die Singleplätze im Wald? Auf dem Plateau. Ja. Cool. Du bist hier geboren in Goslar? Nein. Wo kommst du? In Kassel. In Kassel? In Kassel. Oh, das tut mir so leid. Ja. Warum? Weil ich, das ist eine Stadt, bin ich nur vorbeigefahren. Die ist total schön, aber ich kenne niemanden, der aus Kassel kommt. Ist das lebenswert? Jetzt schon. Ist das schön da in Kassel? Du, ich bin als Kind schon hierher gekommen. Okay, also du hast nicht mehr so viel. Wir haben Oma noch besucht. Die Stadt finde ich jetzt nicht so schön. Ich finde die Goslarer Stadt schöner. Klar, es ist größer. Und es gab eine Zeit, da war ich ein bisschen stinkig, dass meine Eltern hierher gekommen sind und nicht in Kassel geblieben sind. Aber das war so die Jugendphase, ne? Da wollen sie alle in die Großstadt. Ach so. Ist das eine Großstadt, Kassel? Kassel, ja. Ich bin richtiger Kasseläner, gebürtiger. Komm mal, Rona, gib mich mal einen Pfund Aufschnitt. Echt? Ja. Spricht man so komisch? Ja so komisch. Also das ist schon, ne? Und ja. Und nicht Kinder, sondern Kinder. Genau. Das sage ich tatsächlich auch. Aber das habe ich von zu Hause. Also für mich ist das allererste Mal im Harz. Warst du schon mal im Harz? Nee, auch noch nie. Ich glaube, das nächste. Ne? Ja, ich weiß. Ist ja nur eigentlich bekannt. Ne? Ist in Hannover oder irgendwo in die Richtung. Ne? Ja. Wir haben ja die ganzen Gäste. Wir haben allerdings auch schon Franzosen hier. Ich glaube, jetzt momentan auch. Also auch Schweizer, obwohl da ja nur Augebirge ist. Aber überwiegend ist es natürlich das flache Land. Ne? Ja. Nach Hamburg, nach Flensburg, Schleswig. Das sind natürlich viele Gäste. Wir haben viele Gäste, die immer mal ein paar Tage nur weg wollen, die aus der unmittelbaren Umgebung kommen. Bremen, Hannover, Gifhorn, Peine. Und so. Die sächsische Schweiz entfernt? Sächsische Schweiz? Ja. Oh, das kann ich dir, das sind schon ein paar Meter. Ja. Ja. Also das ist nicht unmittelbar hier in der Nähe. Aber was ist das hier für ein Platz? Was ist das für ein Platz? Wie, das was für ein Platz? Hier? Ist das so ein Spielplatz? Das ist Freifläche. Also hier stellen wir immer mal noch ein Wohnmobil drauf, wenn wir keinen Platz mehr haben. Und die wollen für eine Nacht noch mal unbedingt bleiben, um dann vielleicht zu wechseln. Das machen wir denn schon. Ne? Ist natürlich auch toll. Also wenn ausgebucht ist und du kannst mal einem die Chance geben. Haben, ne? Wir haben alle Plätze auch gar nicht online. Das sind immer ein paar, die wir immer noch haben für Not. Weil wir ja auch ein paar Stammgäste haben, jetzt mittlerweile uns schon erarbeitet haben. Die rufen kurzfristig an und dann gibt es immer mal eine Möglichkeit. Ne? Aber wenn die erschöpft sind, ist es halt erschöpft. Aber das kommt selten vor.
Du hast alles neu gebaut, auch die Brücke. Ja, und die Brücke. Boah, was für ein Aufwand. Brückenbau ist wahrscheinlich ohne. Die war vorher schon, sie war auch irgendwie alles kaputt. Wir haben hier neue Stahlträger einbetoniert, unten richtig stabile, schöne Dinger und haben das neue Holz hier drauf gemacht. Ja. So, und das ist die Donau. Genau. Keine Ahnung. Hat der Bach einen Namen? Die Gose. Die Gose. Da gibt es ja auch das Gosebier im Brauhaus in Goslar auf dem Marktplatz. Da wird also das Gosebier gebraut. Echt aus dem Wasser? Ja. Krass. So, und das kommt hier rein. Das heißt, wenn ich jetzt hier reinspucke. Glasklar. Nee, mache ich nicht. Aber der. Ja. Fische drin? Ich glaube nicht. Nee. Wir haben noch keine. Die Kinder haben auch noch keine gesehen. Der ist aber so klar, das könntest du trinken. Da wirst du nicht tot umfallen. Nein, kannst du trinken. Das riecht auch nicht. Alles aus dem Berg oben. Das ist Bergwasser, das ist alles schön. Ja, die viele also im Leute. Im Sommer legen sie alle ihre Bierflaschen hier rein und die Kinder und die spielen hier ganz gerne. Dann und mag man es besonders gern trinken. Wenn die Füße ich wollte ja hier eigentlich so eine Schürfstelle für Kinder bauen mit so ein bisschen Holz, aber darfst du nicht, ne? Weil das sind, die Ufer sind in Deutschland, ist ein Heiligenschein drüber und da darf man nichts bebauen und muss man Natur belassen. So, ihr habt keine Schilder hier, das verboten, dies verboten und so weiter und so fort. Du siehst kein einziges Schild. Das ist den Campern auch schon aufgefallen, oder dass ihr keine Schilder habt? Ja, das ist den Campern schon aufgefallen. Wir vertrauen auf den gesunden Menschenverstand und wer den nicht hat, der macht die Schandtaten auch mit Schildern. Habt ihr viele Gäste aus England und Russland? Oh Gott, Russland? Nee. England? Hin und wieder mal. Aber keine Parks mit 13 Wohnwagen? Und Die hatten wir ganz zu Anfang. Die waren einmal hier. Und die hast du einmal? Habe ich einmal dummerweise auf den Platz gelassen. Das sind dann die Sachen, die du lernst, wenn du das vorher noch nicht kanntest. Die schließen auch, glaube ich, die Waschmaschine selber an. Ja, machen sie tatsächlich. Die haben sie im Transporter hinten drin. Die kommen ran. Dann fahren sie ins Bunnyhaus und schließen die an. Dann ist die Stromrechnung auf einmal astronomisch. Ja, habe ich den Fall gehabt. Aber eins musste man den lassen. Bezahlt haben sie. Ja. Jeden Cent. Ja, weiß ich. Aber es ist so. Aber man möchte sie trotzdem nicht haben. Die haben auch nicht so viele Zugfahrzeuge. Auf einmal stehen mehr Wohnwagen wie Zugfahrzeuge da. Mhm. Ich kenne mich aus. Ja, du kennst dich aus. Ja. Und da kommen so große Tappert. Und da steigen 10 Kinder aus. Ne? Ja, ist doch mal schön. Haben wir ein paar Kinder mehr. Aber das war meine Frage. Ich habe ein Schild gesehen, John. Ein Schild, ja. Nein, da darf man nicht hinkacken. Kacken verboten für Hunde. Aber man muss aufheben, ne? Warte mal, ich guck mal, was draufsteht. Ganz freundlich geschrieben. Ganz freundlich. Also, wir mögen Hunde nicht, aber ihre wir mögen Hunde, steht hier. Warte mal. Wir mögen Hunde, aber nicht ihre Hinterlassenschaften. Also bitte geht nach hinten, was verloren, bist du selbst zum Sammeln auserkoren. Ist doch goldig. Also das ist auch der Grund, warum es noch nicht weggetreten wurde. Ja, genau. So. Das ist doch fair, oder? Ja, weil das wird immer gerne als Hundeauslaufplatz genommen und das geht ja auch nicht, ne? Wenn hier Zelter sind. Achso, die lassen hier frei laufen, weil hier ist ein Zaun. Ja, hier kommt ja der Schallschutzzaun gebaut im Herbst. Da fangen wir an und hier kommt über 3 Meter hier dann der Naturawald Schallschutzzaun, weil das einfach zu nah an der Straße ist. Und gerade weil es jetzt nah an der Straße ist, gleiche Höhe, ist die Effektivität des Schallschutzzauns laut Lärmgutachten am höchsten, ne? Weil das direkt daneben. Also nochmal, hier Campingplatz kommt auch ein Schallschutzzaun durchgehend dann. Hier durchgehend, durchgehend. So, und das wird wesentlich sein. Also ich weiß das, wir haben nämlich schon mal Schallschutzzäune gefilmt, vorher, nachher. Ja. Das ist eine Wissenschaft für sich. Was nimmt man da, wie läuft das? Die gucken sich das vorher an. Da wird genau entschieden, was gemacht wird. Ja. Und danach hast du wirklich effektive Ruhe. Ja, K-Nord ist das, die jetzt hier das bauen, die waren auch hier und dann kann man Schallgutachten machen lassen und danach wird bestimmt was und wie hoch gebaut wird. Boah, ist der schöne Platz. Ja, das finde ich auch sehr idyllisch und da lohnt sich auch, weil so eine Investition jetzt allein hier hinten sind fast 200.000 Euro, der Schallschutzzaun. Aber bitte? 200 Kilo? Ja, 180. Gibt es da eine Förderung von der Stadt Goslar? Irgendwie, dass sie sagen, komm, ich gebe dir. Leitplanke erst bauen hier. Ich gebe dir 180 dazu. Ja, schön wär's. Nee. Aber es lohnt sich, weil ich finde, das ist sehr idyllisch hier und es lohnt sich hier, das Geld in die Hand zu nehmen nochmal, um diesen Krach und auch die Sicht, dass die Autos auch nicht mehr gesehen werden. Es ist immer ein Unterschied, ob du nur hörst ein bisschen oder auch tatsächlich siehst. Ne? Ja. Und die Autos sind ja gar nicht so schlimm. Wenn, dann sind es ja die Motorradfahrer, die ja hier auch in den Harz leider unglaublich viel, gerade durch Corona vermehrt jetzt wieder gerade reindonnern in den Harz. So, überleg mal, du hast den Platz hier. Da vorne ist ein Zugang zum Bach. Das wolltest du fragen? Genau. Ja, kannst du mal. Schön.
Die Hunde lieben das abgöttisch. Ja, das kann ich mir vorstellen. So, kann ich mir Strom kaufen als Zelter? Ja, ja, hier ist Strom. Ja. Das haben wir auch neu gemacht. Auch digital abgelesen. So, für alle, die jetzt eingeschaltet haben erst, denn das Ganze läuft ja auch bei Saarlandfernsehen, im Kabelfernsehen in Saarland. Schön. Da ihr das Ganze mit begleitet habt und diesen Bach hier. Mensch, da musst du aber noch ein Geländer dran bauen. Da könnte man ja... Jan, das ist doch... Ein bisschen Abenteuer muss schon sein. Ist doch viel zu gefährlich. Oh nein. Da brauchen wir ein Absturzseil. Genau. Ja, wir haben schon mal so gefrotzelt, dass wir hier so einen Hochseilgarten hochbauen. Ne? Das wäre cool. Ja, geht ja alles nicht. Will ich auch nicht. Aber manchmal hat man ja so doofe Ideen, ne? Ja. Die wahrscheinlich auch noch ankommen würden, ne? Wenn du hier so hochkrackelst, kannst du hinten wieder auf den Campingplatz runterlaufen, kommst du am Plateau wieder raus. Ich würde es definitiv nutzen. Ja, ich auch. Ja. So, und wer hat die Bäume hier gefällt? Also das war tatsächlich die Stadtforst, weil die waren alle krank und mussten weg. Mussten weg. Also nicht, dass einer kommt. Du kennst ja die Zuschauer, die sagen, was, ich habe die Bäume hier weggemacht. Nein, die könnten umfallen. Ja, genau. Die waren auch kaputt. Der Borkenkäfer hat halt das alles... siehst du ja hier, das waren ja alles Bäume hier, der Rest, alles fällen die nie, es muss immer ein bisschen stehen bleiben, die kommen nach und nach, wenn jetzt wieder Büsche und so wachsen, dann kommen die auch noch weg und hier waren auch 14 Stück hier am Rand. Nochmal, du gehst davon aus, also die Leute das sehen, sagen, oh, ist ja schade, das geht um die Fichten, die sind, glaube ich, unglaublich beliebt beim Borkenkäfer und das wächst ja nach im Mischwald, das heißt, der wird es verdrängen. Das war 2 Jahren gefällt worden, guck, was das jetzt schon wieder grün und an Büschen und auch schon wieder Bäume von da. Dadurch, dass Licht jetzt auch reinkommt. Ja. Und das heißt, es gibt eine Veränderung. Es gibt eine Veränderung im gesamten Harz und teilweise sieht man das auch schon eindeutig. Weil die Leute hatten irgendwie das Gefühl, das sieht dann später aus wie eine Prärie hier oben ohne eine Wüste. Nein, die Natur holt sich das zurück. Die Natur holt sich das zurück. Man denkt, ja, das ist ja jetzt schade, kein Wald mehr. Aber man sieht ja, es ist ja immer noch Restbestände genügend da. Mischwald haben wir auch noch in der Umgebung genug. Aber klar, es ist natürlich nicht mehr so bewaldet, wie es mal früher war oder wie man es kennt von früher. Ah, das wird wieder, das denke ich schon, der Mischwald. Hier vorne sieht man es ja schön, die großen Bäume. Wenn die erstmal Licht kriegen und Platz, dann passiert das von ganz alleine. Also ich merke es ja bei mir im Garten. Ja. So, bitte einmal, Sarah, bitte dreh mal deinen schönen Körper mal zu mir, dass wir das mal sehen. Harzcamp Goslar, da ist es. Dann brauche ich nämlich kein Werbeschild. Jan, würdest du noch mal herkommen? Ich habe gerade mit ihr geredet. Da muss ich ja doch mal mit dem ganzen Pack nach Deutschland kommen. Ich habe ja auch 4 Hunde, habe ich schon seit Jahren, war ich nicht mehr in Deutschland. Aber das ist die Reise wert und es würde tatsächlich sogar auf dem Weg liegen. Ja, das wäre toll. Würde mich freuen. Ja. Du kommst von Lettland. Genau, ich freue mich auch. Genau. So, wir haben auch kein Drehbuch gehabt diesmal, das geht gar nicht. Niemals. Niemals. Ja. Niemals. Ja. Sag mal, ist das dieses hier rumlaufen den Leuten? Ich glaube, es gibt nichts Besseres, weil hier ist nichts gestellt. Ihr seid so, wie ihr seid. Ja, das wird gut ankommen, denke ich. So, morgens die Morgenroutine für dein Make-up, wie lange brauchst du? Mein Make-up? Welches Make-up? Wie lange brauche ich? Halbe Stunde. Ihr seid ungefähr, wenn ich schnell bin, halbe Stunde. Ihr seid aber ganz natürlich, seid ihr. Ja. Das heißt, wie die Camper selber, habt ihr wie lange, habt sogar gleich ein Stromkabel für mich, weil ich habe es tatsächlich vergessen. Hast du echt vergessen? Ja. Ach, du hast noch gefragt. Ich habe noch gefragt. Aber das war mir so peinlich. Ich habe gesagt, ey, ich hier Profi-Camper, hab den Adapter vergessen. Mir gegeben, genau. So. Ja, aber er hat's nein, vergessen. Kannst du vorne dir eins rausholen. So, bitte noch einmal drehen. Harzcamp Goslar, das Ganze filmen wir heute am 15. Juni 2023. Ihr habt uns gerufen, wir sind gekommen. Und nichts Schöneres, als hier zu sein. Ich liebe auch das Goldkettchen. Hat das eine Story eigentlich? Hast du das schon lange? Ja, sehr lange. Weil das 30 Jahre. Also auf allen Fotos, die ich je gesehen habe, sieht man das Goldkettchen. Ja, das hat eine Bewandtnis, möchte ich aber jetzt nicht. Nee, auf keinen Fall. Jetzt geht's. Das muss ich manchmal abnehmen in der starken Sonne in Spanien, weil meine Frau dann schimpft, weil ich einen weißen aber dann wieder an. Okay, super. Nee, ist bloß... Ein schönes Geschenk gewesen von jemandem, den du geliebt habe und immer noch liebe. Sehr aber schön. Nicht mehr unter uns ist. Ja, vielen Dank. Ja. Micha, Sarah. Ja. Jan. Und warte, komm, wir zeigen uns einmal alle zusammen, dass wir das sehen. Komm mal hier. Und das werden. Super Weitwinkel Sven. Am 15. Juni 2023. Jetzt muss ich nur noch die Kamera ausschalten. Warte, das mache ich jetzt. Tschüss und abonniert German Television. Ciao.